Apps an. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert, weil ich sehe das leider nicht. So, also wir sind jetzt im Loading Screen, während die anderen schon in-game sind. Also was Feed und Greet hier nicht passieren darf, ist eigentlich, dass sie weggedrückt werden, weil sie haben zwei oder einen Hero auf jeden Fall, der nicht wegkommen kann. Und das ist Nasus. Er hat keinen Ghost und keinen Flash. Ja, also wenn sie quasi, der kann eigentlich quasi nicht escapen. Wenn Nasus drin ist, dann müssen sie eigentlich kämpfen. Ja, da gibt es eigentlich keinen Ausweg. Und ich bin auch gespannt, wo Shaco anfangen wird, wo Marcel anfangen wird. Mit seinem Shaco. Weil... Meinst du jetzt das Blue oder Red? Oder ja, ganz anders? Also ich nehme mal an, dass er eher Red starten wird. Oder, ja, genau gestartet hat, weil die sind ja schon 3 Minuten weiter als wir. Das ist das Gute. Ja, aber wir können das trotzdem so handhaben, als wäre es jetzt gerade für uns live. Ja, klar. Insofern finde ich, also ich finde den Spectator-Modus richtig awesome, muss ich sagen. Und die Lösung ist auch gut gemacht mit den 3 Minuten, das ist wunderbar. Da sind die Wurzeln wieder weg. Ja. Ist eigentlich ideal, damit kann man eigentlich gar nichts ablesen. So, dann folgen wir mal. Wir haben jetzt hier Feed and Greed auf der Seite, fangen unten an und... Ah, wie nennen wir sie? Ich nenne sie Ray, Random Enemies. Okay. Ah, was jetzt interessant ist, finde ich gerade, wir sehen, dass die Gegner von Feed and Greed haben 100 Gold mehr in der Übersicht. Oh, schau dir mal auf die Minimap an, die gehen gerade schon auf den Teamtisch los. Das sieht interessant aus, ja. Mit Katus in dem Gebüsch. Hier kommen Pinks, ich weiß nicht, das wird, glaube ich, eine Jungle Invasion, so wie das aussieht. Ja, Seiten genau, ja klar. Weil, ja, die wenn wir kurz gucken, wir haben hier, okay, es ist nur ein, Soraka hat die Improved Gold Mastery genommen, also Improved, ich nenn's mal. Aber hier defensiver Ward von Feed and Greed, interessant. Ja, die werden den Invasion sehen und kennen gleich Harassment ein bisschen. Ja, wenn du Fog of War anmachst, dann siehst du auch genau, dass die alle drinstehen in der Ward, die ist schön gesetzt. Ja. Oh, Goofy gleich, aggressiv. Bisschen Harassment von Katus, da saßen drei Dinger. Das ist, was ich mal gemeint habe, die ja, haben eine viel stärkere Range. Da merkt man das Poke. Das ist hier übel. Ich weiß nicht, Damage Aura von Goofy, das heißt, er kann nicht... Oh, das war sehr gewagt. Da kriegt er noch eins ab. Ja, das ist natürlich schlecht für Shaco. Aber er macht... Aber du siehst, er geht auch gleich wieder hoch. Er macht's richtig. Direkte Transition auf, zum... Ich weiß nicht, wer mich da anpingt im Teamspeak, aber vielleicht kann der kurzen Markus anpingen, weil... Dann kann er rein switchen. Also, reinswitchen will ich jetzt eigentlich hier gerade gar nicht. Naja, du kannst dann gucken, was geschrieben wurde. Genau, direkte Transition zu, Marcel. Zum Blue. Das ist gut. Aber interessant ist, ich habe vorhin gesehen, 30 Gold sind bei ihm aufgeploppt. Das heißt, hier unten haben sie dafür gesorgt, dass er die killt. Okay. Ramos Standardanfang bei Blue. Er wird das aber so nicht schaffen. Den Pull hätten wir sehen müssen, da war irgendwas komisch. Hier wahrscheinlich, ja, okay. Hier, direkt oben. Okay, ich schau mir jetzt mal oben gerade an, okay? Also den oberen Bereich. Wo jetzt gerade der Shaco hingeht zum... Oh, das wird knapp, Gerd. Das wird, das sieht mich jetzt schon kommen. Aber er hat nur Ghost. Hm, schön. Ah, Exhaust. Aber es werden nicht runden, oder? Ja. Nein, das reicht nicht. Oh. Das ist okay, das war genug. First Blood vor oben. Oh. Der wow, wow, 25 Hitpoints. Gut gemacht. Bitte, knappes Spiel, bitte, knappes bitte. Spiel. So, gucken wir mal kurz aber auf Creed. Aber es war klar, dass der auf jeden Fall möglichst früh mal in Gang kommen muss, damit die obere Lane dann dominieren kann. Das ist natürlich der Nachteil. Ich habe gemeint, dass es nicht klar, ob man jetzt gewinnen würde. Und dadurch, dass jetzt sozusagen der Gang da hat, jetzt Nasus natürlich einen Riesenvorteil oben. Ja, ich schau mal kurz unten auf die CS. Ist ja leicht vorne, also da kann man noch keine Tendenzen absehen. Shaco ist natürlich hinten jetzt mit... Es wäre interessant zu sehen, inwieweit sich das auswirkt. Aber Shaco durch den First Blood... Oh, hast du mal geschaut oben. Das Gesamt... Gold. Oh, 700 Gold. Das sind jetzt 700 Gold mehr als Team von denen. Interessant. Okay, sie haben ihn Ramos gefunden, aber es wird sich wahrscheinlich nichts daraus ergeben. Bin gespannt. Wahrscheinlich
Ja, call der für Help Tryndamere. Irgendwie steht dann hier AFK. Turm. Ja, wahrscheinlich. Ja, der kommt nicht mehr wirklich vor jetzt gerade. Ja, aber er stand nicht mal in XP-Range. Das finde ich schon ein bisschen komisch. Oh, Mitte-Gank, sehe ich gerade. Oh ja, der Crit hat gesetzt.